Also wir befinden uns hier jetzt im Spielraum Kochlokal. Spielraum Kochlokal ist ein gemeinnütziger Verein. Wir interessieren uns ja, sagen wir mal, für alles, was sich mit Nahrungsmitteln natürlich zu tun hat. Das heißt, da gibt es immer wieder Workshops, die man bei uns besuchen kann. Man hat da quasi einen eigenen vereinsinternen Mittagstisch auch. Wir haben immer wieder natürlich auch kritische Formate, zum Beispiel auch wie zum Beispiel diesen Waste Food Day oder Waste Food Dinner, wie wir es jetzt zum Beispiel heute haben. Und da geht es eben primär darum, sag ich mal, Nahrungsmittel, die eben, sag ich mal, nicht mehr verwendet werden, überproduziert werden, sag ich mal, auch zu sammeln. Und ja, mit dem natürlich dann kann man auch Essen nochmal zubereiten. Das, was wir dann jetzt heute auch ein bisschen kritisch das zeigen wollen, dass man natürlich sehr, sehr viele Nahrungsmittel auch ungenützt teilweise wieder noch in die Tonne kippt.